Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zur neuen Spielanalyse. Ja, diesmal analysiere ich ein Spiel gegen eine echte Tischtennislegende, nämlich gegen Michael Mengel. Ich denke, die meisten kennen ihn. Er ist der Bruder von Steffen Mengel, dem Bundesligaspieler. Ja, und spielt schon seit Jahren in der Oberliga im vorderen Parkkreuz eine sehr, sehr gute Bilanz, meistens hoch positiv. Und war natürlich Favorit in diesem Spiel, hat auch ungefähr 50 TTR-Punkte mehr als ich. Und im Hinspiel konnte ich fast gewinnen. Da habe ich schon 2-1 geführt. Und im fünften Satz dann 6-3 und habe dann aber noch 8-11 verloren. Also grundsätzlich liegt mir das Spiel von ihm gar nicht schlecht, da er auch viel aus der Halbdistanz spielt. Und wenn ich da mit der Vorhand dann zum Topspin komme, dann habe ich ganz gute Chancen. Und er ist ein rückhanddominanter Spieler. Er ist bekannt für seinen Rückhandschwinger. Das werdet ihr gleich in den nächsten Ballwechseln noch sehen. Ja, und hier seht ihr auch schon, es waren coole Topspin-Rallys möglich gegen ihn. Aber steigen wir jetzt mal ein in die Analyse. Ja, ich wusste ja schon aus dem Hinspiel, dass ich vermeiden sollte, ihm einfach einen Schupfball in die Rückhand zu spielen, weil er dann einen sehr festen Rückhandschwinger hat. Deswegen spiele ich ihm eher über Tischmitte bis Vorhand. Ja, umläuft, zieht aber auch einen stabilen Topspin mit der Vorhand, der aber für mich jetzt auch handelbar ist. Ja, und dann könnt ihr jetzt sehen, ja, das ist sein Spiel. Er liebt es hier aus der Halbdistanz, die Bälle sicher rüber zu spielen. Und ich versuche dann, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um einen Vorhand-Topspin dann in die Vorhand zu spielen. Und genau das darf ich nicht machen. Ihm einfach in die Rückhand schupfen, dann schlägt es ein. Das ist sein bester Ball. Deswegen kann ich euch in diesem Video auch so ein bisschen erklären, wie er gegen einen rückhanddominanten Spieler spielt. Ja, ihr solltet versuchen, ja, gut zu variieren. Mal die Rückschläge ganz weit in die Vorhand, dann eher ein bisschen auf Ellenbogen, sodass er sich nicht einfach hinstellen kann, um seinen Rückhandtopspin zu spielen. Ja, aber Michael hat leider auch eine gute Vorhand. Ja. Insofern habe ich es oft geschafft, seinen Rückhandtopspin zu vermeiden, aber musste dann versuchen, seinen Vorhandtopspin zu bekommen, was an diesem Tag schon sehr schwierig war. Aber schauen wir uns jetzt mal ein paar Ballwechsel genauer an. Also ich mache Aufschlag eher über Vorhand, damit er den nicht mit der Rückhand nimmt, meinen Aufschlag. Und musste dann natürlich extrem viel laufen. Hier spiele ich immer den Rückschlag in die Rückhand, ja, weil er dann oft sich mit der Vorhand schon hingestellt hat. Und dann wollte ich, dass er wenigstens dann einen Schritt laufen muss und nicht direkt aus dem Stand die Vorhand ziehen kann. Ja, und da trifft er mal seinen Rückhandschwinger nicht, aber der war natürlich auch nicht einfach, dann aus der Vorwärtsbewegung den so zu ziehen. Aber da kann man mal sehen, da steht er mit der Rückhand gut und dann schlägt sein Rückhandschwinger wieder ein. Also, ich habe oft versucht, ihn über Vorhand zu halten, dann sicher abzuwehren und irgendwann zu übernehmen, sodass ich ihn in die Halbdistanz dränge, wie wir hier auch schön sehen können. Und da habe ich dann auch viele Punkte gemacht. Ja, er hat vor allem Punkte gemacht, wenn er die Rückhand durchgeschwungen hat, wie man hier sehen kann, auch wenn ich da jetzt mal es schaffe, den Schläger zu drehen und zu blocken, womit er ein bisschen, wo er ein bisschen überrascht war. Und schaffe es jetzt hier auch in diesem zweiten Satz, mit seinen Topspin besser zurechtzukommen, sicher abzuwehren und hier seine festen Topspin zu bekommen. Ja, und jetzt macht er auch mal ein, zwei leichte weg. Und dann hier nach meinem Aufschlag komme ich selbst zum Topspin, habe ihn hinten. Aber da schafft er es jetzt mal, sich zu befreien mit seinem Rückhand-Topspin. Trotzdem habe ich noch einen Satzball. Und habe hier jetzt ein bisschen Glück, dass er diesen nicht trifft. Da war ich auch zu passiv. Und es wurde ja gefordert, dass ich auch ein bisschen aus Trainerperspektiven mal was sage. Also das ist so ein Beispiel, wenn ihr es schafft, dass euer Gegner in der Halbdistanz ist
den Ball nur sicher reinspielt, dann müsst ihr entweder einen gefährlichen Stopper machen oder nachsetzen. Aber den dann einfach nur rüber zu kontern, weil ihr zu langsam zurückkommt, ist natürlich das Schlimmste, was ihr machen könnt. Aber es stand jetzt 1-1 gegen Michi und jetzt ist natürlich wichtig, dass ich im dritten Satz nicht nachlasse, weiter aktiv spiele und es weiter schaffe, seinen Rückhand-Topspin so selten wie möglich zuzulassen. Ja, und er bekommt jetzt auch meine Aufschläge besser. Ich mache weiterhin Halbplank in Vorhand, aber er schafft es jetzt, sie anzuziehen. Und das war natürlich Quatsch, dass ich den Ball nur hebe. Ist oft ein guter Ball, weil die Leute überrascht sind. Aber Michi kam gut damit zurecht. Und so gehe ich jetzt hier in diesem dritten Satz unter. Ja, und liege jetzt 2-1 hinten. Aber ist noch nichts passiert. Ich kann jetzt hier im vierten Satz nochmal angreifen. Und versuche jetzt hier einfach konsequenter zu spielen. Ja, und bekomme jetzt auch seine Rückhand-Topspin. Aber nutze hier einfach meine Möglichkeiten nicht. War nicht in Bestform und habe hier einige leichte Topspin-Fehler gemacht, wo ich ihn quasi schon ausgespielt hatte. Na und ihr könnt auch sehen, der Michi hat zwar einen extremen Rückhandgriff und deswegen zieht er auch so gut seinen Rückhandschwinger, aber mit der Vorhand schafft er es auch oft, einen soliden Topspin zu spielen und mich in Bedrängnis zu bringen. Aber da bin ich wieder zu spät zurückgekommen, indem ich gut angefangen habe. Und hier sehen wir jetzt auch einen entscheidenden Punkt. Da könnt ihr wieder lernen, wenn ihr diesen Ball in die Vorhand zieht, müsst ihr natürlich ganz schnell zurückkommen, weil eure ganze Vorhand frei ist. Ja, und das ist mir in diesem Fall nicht gelungen. Also wenn ihr schon eure Rückhand umlauft und dann parallel zieht, müsst ihr immer damit rechnen, dass ihr ausgeblockt werdet. Ja, und hier bin ich wieder zu passiv. Und dann gebe ich immer noch in die Rückhand, sodass er seinen Lieblingsball spielen kann. Also jetzt ab 1-1 habe ich taktisch auch nicht mehr so richtig gut gespielt und gebe ihm hier schon wieder in die Rückhand diesen Ball. Und da auch schon wieder. Also das ist ja vor allem dem geschuldet, dass ich zu langsam auf den Beinen bin und dann, wenn ich die Schupfbälle spiele, einfach nicht mehr die Zeit habe, ihm dann noch in die Vorhand zu spielen oder auf Tischmitte. Aber gerade konnten wir schön sehen, wie ich ihn ausgeblockt habe. Also insgesamt ein verdienter Sieg für Michi, aber dafür habe ich schon mal gegen ihn gewonnen, als wir um Getränk gespielt haben. Und das ist doch viel wichtiger. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank.